Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Horses. Leute, gerade eben hat SSO gepostet, dass das Finn-Pferd in die App gekommen ist. Das heißt, ihr solltet jetzt alle eure App, egal ob auf Android oder auf iOS, aktualisieren können und euch das Finn-Pferd holen. Wenn es noch nicht funktioniert, Leute, also ich mache es immer so, dass ich in den App Store oder in den Google Play Store gehe und gucke, ob ich die App aktualisieren kann, dann wartet einfach noch bis morgen, dann solltet ihr das kleine Mäuschen auf jeden Fall bekommen. Wir werden es, oh mein Gott, Fancy Potential, das ist so zuckersüß. Das nehmen wir, Leute. Wir nehmen Fancy Potential. Da ist die kleine Maus, sie ist mega, mega süß. Und jetzt wartet mal, ich habe es schon so lange nicht mehr gemacht. Wir müssen ja hier oben hindrücken, lol. Als allererstes geben wir ihr was zu essen. Oh mein Gott, Leute, ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass das Pferd bereits letzte Woche kommt, denn nächsten Mittwoch kommen ja bereits die Araber ins Spiel. Deswegen wundert es mich ein bisschen, warum das Finnhorst nicht letzte Woche schon in die App gekommen ist, denn irgendwie sind wir jetzt alle schon im Araber-Hype, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, holt ihr euch das kleine Finn-Pferd oder nicht? Ich finde es, achso, ich soll ja immer stehen lassen, wartet kurz. Jawohl, ich finde die kleine Maus mega süß und ich habe schon extrem lang auf sie gewartet. Sie heißt jetzt ganz offensichtlich Fancy. Sie ist really fancy. Ich finde sie so toll und sie ist einfach mega krass besonders. Oh mein Gott, sie ist so süß. Denn sie hat, hier sieht man es nicht so krass, aber sie ist ja ein Mealybay. Das bedeutet, sie hat ganz vorne eben so ein bisschen hellere, eine hellere Schnauze. Und das finde ich mega, mega süß. Ich glaube, Mehlbraun heißt es auf Deutsch auch, oder? Ich weiß nicht. Also auf Englisch heißt es auf jeden Fall Mealybay. Und mir gefällt die Farbe sehr, 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 sehr gut auf den Finnpferden. Mir gefällt die Farbe nicht immer. Denn sie sieht halt sehr, sehr, sehr speziell aus. Aber auf dem Finnpferd gefällt sie mir richtig, richtig gut. Was müssen wir denn noch alles machen? Wir müssen schon Pet probieren. Und das machst du Brümer. Ganz fein. Und ja, ich freue mich jetzt. Ich finde den Namen auch cool. Es gibt ja irgendwie neue Namen. Da haben wir gestern im Livestream schon die ganzen Namen angeguckt. Ich bin schon gespannt, was ich für Namen in-game finden würde für meine neuen Araber. Ich glaube nicht, dass ich nur einen einzigen kaufen werde, denn sie sehen wirklich richtig, richtig gut aus. Aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe die Finnpferde. Mein Midas, den ich ja gekauft habe, der ist mittlerweile schon Level 10. Für mich persönlich ist es richtig, richtig krass, denn die meisten Pferde werden irgendwie noch Level 7 und dann stelle ich sie wieder in den Stall und nehme ein neues Pferd. Aber Level 10, jetzt hätte ich es mal nicht rausbekommen, Leute, ist schon richtig heftig für mich, also für mich persönlich. Oh mein Gott, du bist so putzig, du kleines Füllchen. Ich freue mich schon, wenn Fancy erwachsen ist. Ich persönlich finde sie so unfassbar schön. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, welches Finnpferd euch am besten gefällt. Ich bin immer noch hin und her gerissen, Leute. Ich liebe Midas, er ist so wunderschön. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Mealybay, der ist einfach SSO auch so mega gut geglückt. Wobei ich mir überlege, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich ihn für meinen Hauptaccount Level 2... Wartet, nächstes Level, neue Quest. Okay, cool. Das machen wir. So, Hufe kratzen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich sie für einen Zweitaccount von mir hole, da ich glaube, ich meine Starcoins brauche für die Araber. Ich glaube, ich habe noch irgendwie 4000 oder so. Ich bin mir nicht sicher, wie viele ich möchte. Das entscheide ich, wenn sie im Spiel sind. Ich freue mich auch mega auf den Trailer. Ich bin gespannt, wann der kommt. Oh, du bist so süß. Aber ja, letztendlich sagen, ob man ein Pferd mag oder nicht, kann man ja meistens eh erst, wenn das Pferd tatsächlich auch im Spiel ist. Also mir geht es zumindest immer so. Also ganz oft ist es so, dass ich sage, ah, ich kaufe mir den und im Game kaufe ich mir dann irgendwie ein ganz anderes Pferd, weil mich einfach ein komplett anderes Pferd richtig flasht. Von daher kann ich das noch nicht genau sagen, aber sie ist mega süß. Und wie süß ist bitte der Name Fancy, oder? Ich liebe die Finnhorses. Ich glaube, ich habe es gerade schon mal gesagt. Aber ich finde sie einfach wundervoll. Sie sind so schön zum Reiten. Denn wir haben da gestern im Livestream auch noch drüber gesprochen, dass es oft so ist, dass man ein Pferd richtig, richtig schön findet. Und man auch mega begeistert ist, wie das Pferd aussieht und alles. Aber reiten tut man es ungern. Was? Warum hat es jetzt nicht... Hallo? Warum hat es jetzt nicht funktioniert? Ich habe doch alles richtig gemacht, oder nicht? Ja, ganz offensichtlich nicht, Leute. Ganz offensichtlich habe ich es nicht richtig gemacht. Okay, wir müssen es nochmal machen. Wir müssen es nochmal machen, weil jetzt sonst fehlt uns dieser eine Punkt.
Das ist ein bisschen schade jetzt. Vielleicht habe ich... Ich weiß nicht, ob ich habe eigentlich alles... Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich werde es im Schnitt vielleicht sehen oder auch nicht. Aber ich bin mir auf jeden Fall definitiv keiner Schuld bewusst. Kriegen wir hin, oder? Du kleines Mäuschen. Ja, und also, was ich gerade eben noch sagen wollte, die Finnpferde sind einfach Pferde, die ich mega gerne reite. Und gefühlt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gibt es nicht viele Pferde, die ich wirklich aktiv auswähle zum Reiten, wenn ich Sasselbe spiele. Weil, ich weiß nicht, ich habe halt so meine Lieblinge und die reite ich. Und mit den Finnpferden war es halt so, ich habe mir das gekauft und seitdem, glaube ich, habe ich das Pferd gar nicht mehr gewechselt. Also was für mich persönlich krass ist. Und das hackt schon einiges. Und die kleine Fancy ist einfach auch mega Puppen. Level 3! Was, wir haben schon... Oh, Fancy ist schon müde, Alter. Das ist so traurig. Oh, Fancy, du kleines Mäuschen. Jetzt wartet mal, wir könnten sie noch rausbringen. Die süße kleine Maus. Ach, sie ist so putzig. Da bist du. Jetzt wartet mal. Wir können doch irgendwie ein Foto machen. Das wird wieder eine Katastrophe. Ihr kennt das. Jetzt wartet mal. Wie konnte ich nochmal scrollen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Irgendwie ging das. Ein paar Sekunden später. So. Ha. Guck mal. Jetzt sind wir ein bisschen nah. Es ist ein bisschen zu nah. Wie kann ich denn wieder rauszoomen? Leute, von heute. Hilfe. Wie war... Ich? Okay, wir probieren es jetzt nochmal. Und ich versuche einfach... Nein, ich bin immer noch so nah reingezoomt. Oh my goodness. Oh mein Gott. Aber wir können schöne Bilder machen. Jetzt warte mal, sie muss nur irgendwo anders hin. Könntest du... Ich wollte noch kein... Ich war noch nicht bereit. Und alle so, lol, sie ist lost. Ja. Oh, jetzt geht's weiter weg. Ja. Oh mein Gott, sie ist so süß. Oh mein Gott, guckt sie euch an. Wie süß ist sie denn bitte? Hallo? Mäuschen, guck mal bitte. Hi. Da. Oh mein Gott. Das ist doch das perfekte Bild, oder nicht? Ich hätte gesagt, das ist das perfekte Bild und das lassen wir auch. Oh mein Gott, sie ist mega süß. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wer von euch hat sich die kleine Maus auch in die App geholt und wer von euch hat auch vor, sie ins Spiel zu holen. Ich finde sie mega, mega süß. Ich bin mega begeistert. Und wie immer, Leute, werde ich sie morgen alleine versorgen. Am Samstag sehen wir sie dann groß werden im Video. Am Sonntag versorge ich sie wieder alleine. Und am Montag hole ich die kleine Maus ins Spiel und überlege dann, auf welchen Account ich sie kaufen werde. Ich finde sie so unfassbar putzig. Ich glaube, ich habe es noch nicht angesprochen am Anfang des Videos. Normalerweise mache ich das immer. Ich glaube, ich habe es vergessen. Aber falls ihr die kleine Maus kauft, sie kostet 850 Starcoins, genauso wie die Finnpferde in SSO. Nur der einzige Unterschied ist, Leute, sie kommt bereits mit Level 10 ins Spiel. Und das kann man auch nicht ändern. Das heißt, falls ihr nicht so gerne levelt oder keine Zeit habt, wie ich zum Beispiel, dann ist es mega, mega cool, denn sie kommt bereits mit Level 10. Das heißt, ihr müsst dann nur noch 5 weitere Level leveln, dass sie ausgelevelt ist. Ich finde es mittlerweile richtig cool. Früher fand ich es nicht so cool, weil früher hatte ich auch einfach mehr Zeit, um meine Pferde auszuleveln. Ich level nicht so gerne Pferde aus. Von daher sind meine Pferde meistens irgendwie Level 12 oder 13. Von daher ist es eigentlich ganz cool, wenn das Pferd dann schon mit Level 10 ins Spiel kommt. Ich hätte gesagt, das war's aber jetzt mit diesem kurzen Video von Star Stable Horses. Vergesst mir nicht in die Kommentare zu schreiben, wie ihr die kleine süße Maus findet und vor allen Dingen, wie ihr ihren Namen findet. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!